Leonie, der grausame Mord an einer 13-Jährigen. Das Mädchen wird unter Drogen gesetzt, brutal von drei Männern vergewaltigt, erstickt schließlich an ihrer Überdosis, wird in einen Teppich eingerollt und tot an einen Baum gelehnt. Ihr Körper übersät mit Blutergüssen. Heute startet der Prozess gegen die drei brutalen Mädchenkiller aus Österreich. Die Anklageschrift ist 16 Seiten lang. Sie offenbart das Versagen der Behörden und das Grauen dieser Tatnacht. Leonie, 13 Jahre alt. Stundenlang wird sie vergewaltigt. Von mehreren Männern. So lange, bis sie stirbt. Das tragische Schicksal des Mädchens sorgt im Juni 2021 für Betroffenheit. Grabkerzen am Baum, an dem die leblose Leonie abgelegt wurde. Eine Augenzeugin erinnert sich. Also ich bin um 6.50 Uhr eben aufgestanden, bin rausgegangen, wollte eine rauchen und Kaffee dazu trinken. Als ich dann eben runtergeschaut habe und gesehen habe, dass da eben zwei Jugendliche und eine Dame bei einer Frau, also vom Fernen saß halt, ich dachte, es ist eine andere Jugendliche, die da eben am Baum lehnt, habe das halt eben beobachtet, weil ich dachte, es ging ja kreislaufmäßig nicht so gut. Und nachdem sie aber dann irgendwie so nach vorne gekippt ist, habe ich dann gemerkt, dass das ernster ist. Um eine Instagram-Bekanntschaft zu treffen, einen 16-jährigen Afghanen, fährt Leonie am 25. Juni nach Wien. Fotos einer Überwachungskamera zeigen Leonie und zwei Männer auf dem Weg zur Wohnung eines dritten Afghanen. Es sind die letzten Aufnahmen von Leonie. Einer der Verdächtigen schildert am nächsten Tag seinem Bekannten Mohammed M. die Tat. Ich wollte mit dir was haben, Schlechtvergehalt, und sie sagte, sie wollte es nicht, dann haben sie 7 Stück in eine Flasche getan, 7 Stück Ecstasy. Und als die Mädchen in die Küche gegangen ist, Rasuli vergewaltigt sie zuerst, und dann kommt der 16-Jährige, macht mit ihr. So hat er mir der Haji erzählt. Wo er dabei sagt, dass er mit der Sache nichts zu tun hat, ja. Und dann wollten die Mädchen, als sie beide fertig waren, die wollten sie wieder wach machen. Sie geben sie Ehren, der Milch. Und sie wissen, dass sie nicht funktioniert, sie bringen sie in eine Dusche. Und sie schmeißen Wasser für ihr Gesicht. Doch die Mädchen wird langsam, also die Mädchen wurden bewusstlos und dann langsam geatmet. Wo sie dort war, sie nehmen sie und sie schmeißen sie neben einen Baum. Fest steht, Leonie wird mit insgesamt bis zu 11 Ecstasy-Tabletten ruhig gestellt. Dann wird das benommene Mädchen 4 Stunden lang abwechselnd vergewaltigt. Währenddessen erstickt sie an einer Überdosis. Mohammed M. reagiert sofort, vereinbart ein Treffen und lockt so die Mädchenkiller in die Polizeifalle. Bei Bild TV kündigt der damalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz harte Maßnahmen an. Und ganz wichtig erscheint mir, dass wir politisch einfach konsequent sind, gegenüber all jenen, die Verbrechen begehen, gegen allen Gewaltverbrechern, vor allem gegenüber Flüchtlingen, die Straftaten begehen, dass es hier zu konsequenten Abschiebungen kommt. Und wir hatten in Österreich auch eine Debatte in Richtung Abschiebestopp nach Afghanistan. Das wird es mit mir sicherlich nicht geben. Die 16-seitige Anklageschrift enthüllt nicht nur Leonies Märtyrium, sondern auch das Versagen der Politik. Die kriminellen Angeklagten waren einschlägig vorbestraft.